Hi! Na, ich habe noch ein bisschen gelesen. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Dann können wir jetzt ja loslegen. Herzlich willkommen zu Spoiler Teil 2. Ich spiele Mass Effect, das Ende. Also, wenn ihr das noch spielen wollt, dann ja, zwei Möglichkeiten. Entweder ihr guckt das und sauft dann später so viel, dass ihr einen Filmriss habt und euch nicht erinnert. Oder ja, ausschalten ist eigentlich keine Option. Also, guckt es euch einfach an. Ich habe es das letzte Mal schon mal gespielt mit der Belle. Das dauert halt ein bisschen lange, weil das Ende von Mass Effect ist jetzt nicht 10 Minuten, sondern das ist eigentlich in seiner epischen Länge zu spielen. Und das sind halt mehrere Stunden, je nachdem, wie schnell man durchkommt. Das letzte Mal war ich unfassbar schlecht, weil ich überhaupt kein Gefühl mehr für die Steuerung hatte. Aber ich habe jetzt auch rausgefunden, dass das nicht nur an mir lag, denn unsere Xbox ist an so einen Scan-Konverter angeschlossen. Und dadurch gibt es halt Verzögerungen. Und deswegen war das Timing auch schlecht. Und deswegen habe ich eine wunderbare Ausrede. Also es ist aber tatsächlich so. Ist leider die Wahrheit. So, ich spiele jetzt direkt weiter. Ich bin immer noch, für die Leute, die letztes Mal nicht dabei waren, mit meinem besten Buddy hier. Das ist Garrus. Moin, Garrus, es geht. Und meiner Liebe, die mich gerade mit dem Arsch nicht anguckt, Liara. Unterwegs, hier mit ihrem süßen Mundschutz. Ja, es kann es besser werden. Die Liebe und der beste Freund sind mit mir in der letzten Schlacht. Und ja, wir sind auf der Erde, genauer gesagt in London. Und die Reaper haben die Erde ja schon zu Beginn von Mass Effect 3 besetzt. Und jetzt ist hier also die Entscheidungsschlacht. Denn wir müssen die Crucible sozusagen in diese Raumstation bringen und die ultimative Waffe gegen die Reaper sozusagen auslösen. So steht es geschrieben. So glauben wir, dass es funktionieren könnte. Ich kann natürlich jetzt nicht am Anfang nochmal ausholen und allen, die das noch nie gespielt haben, erklären, worum es geht. Dafür ist es wirklich zu episch. Nur so viel. Huch, hier ist jetzt einiges los. Nur so viel. Hier ist echt die Kacke am Dampfen einfach, ne? Hau ich die direkt noch weg hier. Los! Oh, keine Ammo. Das ist natürlich blöd. Haben wir noch ein bisschen Ammo? Ammo 1404, irgendwas? Im nächsten Raum wahrscheinlich. Hoffentlich sind jetzt ja nicht mehr so viele Lümmel. Oh, nee. Ich brauche Ammo. Hier habe ich noch ein bisschen Ammo drin. Aber nicht viel. Na gut, dann müssen wir mal erstmal. Boah, da ist er nochmal weg. Bam. So. Die fliegen ja alle durch die Gegend dank meiner biotischen Superkräfte. Na, da sind noch welche, das rieche ich doch. Boah. Kabumm. Aber wie geil, die alle mal so durch die Gegend fliegen. Ich mag das total gerne. Die biotischen Kräfte sind einfach in den Kopf. So. Was ist das jetzt hier? Kann ich mal nachladen? Hier ist eine Medical Station. Wie viel habe ich denn noch? 7. Das ist gut. Ich habe auch noch alle Kammern. Die leben noch. Aber es sind immer noch welche am Leben. Der fliegt weg. So. Dann nehme ich die Kammer. Man muss immer gucken. Also ich habe eine Maximalkapazität von 8. Und das lohnt sich dann natürlich nicht vor der Schlacht oder so zu benutzen, wenn man die vielleicht noch brauch. So, wie sieht's hier aus mit Muni? Die Herren. Oh, alter Schwede! So, da müssen wir direkt mal. Die sind nämlich echt scheiße da hinten. Du machst das. Ah, okay, ich hab wieder die. Das mache ich jedes Mal. Das ist mir bisher immer passiert. Dass ich die Ammo nicht eingestellt habe. Ich habe so eine Ammo. Oh. Oh, immer noch keiner. Ich dachte, ich wäre mal irgendwo rübergelaufen. Okay, der ist hinüber, aber das ist doch wieder mit Sicherheit nicht der letzte. Ich brauche jetzt Munition. Normalerweise ist in Mass Effect die Munition echt großzügig verteilt, sodass man
keine Probleme hat. Huch, jetzt höre ich mich selbst. Schauen wir doch mal. Wo haben wir denn hier Mamuni? Hier irgendwo muss doch was sein. Hier vielleicht. Oh, Leute. Da sehe ich doch einen fetten Riegel. Hinter dem Tresen hier. Okay. Sehr gut. Dann direkt mal nachladen. Zack. Was ist hier? Nix. Okay, dann geht's jetzt weiter. Ach, hier, guck mal, hier wäre auch was gewesen. Ah ja, wahrscheinlich brauchen wir das gleich noch. Ich meine, mich zu erinnern, dass in dieser Stelle gleich was Böses passiert. Ich weiß doch, dass hier... Warte mal. Ich wusste es. So. Granate, du machst mal das. Nee, du machst das. Ich mach das. So, tschüss. Ja, während wir hier uns versuchen durchzuschlagen, ist natürlich unsere komplette Invasionsarmee parallel dabei auch zu kämpfen. Und da kommen dann immer mal so Berichte rein, ne, über Funk. Und das läuft an einigen Stellen weniger gut als an anderen. Was haben wir hier, Muni? Was ist das? Ein Data Pad. Security Memo. Targeting Shelters, Evacuation Shuttles, Emergency Services, Power Centers. Ja, yeah, it's not about destroying property as much as it's about destroying the population. Also die Reaper, die sind ja auch jetzt nicht angetreten, um hier irgendwas zu erobern. Die Reaper sind eine reine Zerstörungsmacht. Angetreten, um das Universum von allem organischen Leben zu säubern, bevor es so weit entwickelt ist, eine KI zu erschaffen, mit der sie dann in einem alles vernichtenden Krieg tritt. Das ist der Cycle. Immer wenn es soweit ist, kommen die Reaper und vernichten alles organische Leben im Universum und dann beginnt ein neuer Cycle. Primitive biologische Wesen werden nicht vernichtet, die dürfen sich dann weiterentwickeln, bis sie eben auch einen Technologiestandard erreicht haben, an dem sie dann von den Reapern wieder ausgelöscht werden. Also es ist immer ein Cycle. So, ich habe übrigens die ganze Zeit die Regie auf meinen Boxen und die haben da gerade, glaube ich, Besuch und amüsieren sich ganz prächtig. Vielleicht können wir das mal ausschalten. Oh, das ist, nein, jetzt weiß ich nicht mehr. Das ist hier, oh Gott, das ist diese mieseste Drecksstelle, die es gibt. Oh Gott, hier kommen gleich die Banshees und die Banshees sind die miesesten Motherfucker, die dieses Spiel je gesehen hat. Okay. Aber erstmal geht es hier relativ harmlos zu. Aber das wird noch, ey, ich weiß es. Fliegen sie weg. Was ist denn? Oh, das wird gleich, ich habe jetzt schon keinen Bock, weil ich genau weiß, dass hier gleich echt die Hölle losgeht. Ich werde hier ein paar Mal verrecken, also macht euch darauf gefasst, dass ich das nicht nur einmal spiele, diesen Abschnitt. Also da müsst ihr einfach dann mit mir leiden. Alter, bleibt doch mal stehen. So. Das muss ich hier irgendwo... was aktivieren. Edie, can you read me? Yes, Commander. Any suggestions? I may be able to use the Normandy systems to enhance the missile targeting capabilities. Da sind die Missiles. Da. Und da ist ein fieser Reaper und der versperrt uns den Weg. Wir müssen dabei hin, weil das ist der Beam, das leuchtend hier, das leuchtende Ding. Und das dieser Beam geht bis hoch in die Citadel. Oder, ja, in die Citadel und da müssen wir hin, weil die haben die Citadel halt hier zur Erde verschoben, nachdem sie von unseren Plänen erfahren haben,
dass wir die Crucible und die Citadel zu einer Superwaffe kombinieren wollen, die den Reapern Einhalt gebietet. Und das wollen die natürlich verhindern. Oh, warte mal da hinten. Oh Gott. Tschüss. Ist er hinüber? Oh, hoffentlich. Oh, was ist das? Okay, jetzt geht hier die Paste ab. Alter Schwede, ey. Hab ich da Bock drauf? Nee. Hinüber. Diese geile Shockwave hier, die geht halt auch durch die Steine durch, aber die bringen halt nur was, wenn die Schilde und so down sind. Also wenn die quasi eine rote Anzeige haben. Es gibt die Barriers und Shields, das eine ist gelb, das andere ist, glaube ich, irgendwie so lila oder so. Und ja, ihr seht hier genau, hellblau ist Shields. Dann gibt es noch was Gelbes, Barriers und ruckelig hier. Oh, Granaten kommen. Oh Gott, ey. Das ist hier nur das Vorgeplänkel, ey. Da könnt ihr euch mal drauf verlassen. Das ist alles. Das ist noch gar nichts. Muss ich nicht irgendwas drücken eigentlich? Habe ich nicht gesagt, ich muss irgendwas drücken? Nee. Oh, Left Flank. Oh, das ist da. Das ist da oben. Okay, dann du mal dahin. Ich guck mal, was passiert da. Dich töte ich. Da oben, Alter. Ja, warte, schieß die Homies mal ab. Da mit einem. Machen wir das hier. Singularity ist immer gut. Nachladen. So. Oh, der bewegt sich. Nicht gut. Oh nein, 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 Granate. Hoch, hoch, hoch. Andere Seite, andere Seite. Oh, goddammit. Rein da. Können wir dann? Ja. Gut, 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 gut. So. Wieso habe ich die Waffe schon wieder nicht hier mit meiner Muni ausgestattet? Kann man nochmal. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah, da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Seht ihr sie? Ah, die widerliche Drecksbanshee, ey. Boah, wie ich die hasse. Und das Geile ist, dass die ist jetzt eine, ne? Und das ist schon das Nervigste der Welt. Aber die macht gleich, pflanzt sie sich vor mit ihren Schwestern und dann gibt's da ganz viele von und oh, die sind so widerlich. Oh nein, ich sterbe 100 Mal. Oh Gott, wie ich die Banshees hasse. Ihr seid so die widerlichsten Drecksviecher der gesamten Welt, die jemals erschaffen wurden. Oh, da sind sie, ey. Da geht's wie so eine. Oh Gott. Da oben ist er doch, ey. Ist hier irgendwas von der Seite? Na, da ist doch was, sehe ich doch. Komm raus! Trau dich! Boah. Hier muss man echt aufpassen. Wo? Ein Kamerad ist down. Da ist sie. Oh, komm jetzt, komm jetzt. Stopp! Oh, du widerliches Viech, ey. Meine Fresse, lass mich in Frieden. Oh, ich, ey, das ist, man hat hier kaum Zeit, irgendwelche Leute. Ja, nee, das ist nix. Ich muss leider die so wiederbeleben. Das ist einfach sonst nicht möglich. Oh Gott, guckt euch das mal an. Seht ihr das? Diese hässliche Hackfresse wie aus einem Horrorfilm. Oh, und dann bewegt die sich noch so. Springt die so einen an und alles und. Lass mich in Frieden! Oh, was ist mit dir los, du hässliches Stück? Ja, weg, 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 weg.
Oh ja, genau, ist klar. Komm genau bei mir raus, oder was? Jetzt habe ich wieder keine Kamera, keine Kollegen. Ich habe jetzt noch 8 First Aids. Wenn ich das verbrauche, dann... Ja, was ist das für eine Scheiße? Mann, hallo? Können wir das denn bitte jetzt mal machen? Oh, das ist ja so lächerlich. Seht ihr das, ey? Ich... So, jetzt bitte mal machen First Aid. Können wir dann? Oh Gott, ich werde so oft sterben. Oh nein, da ist schon wieder so ein widerlicher Blitz. Oh! Oh, weg, 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 weg! Rein da, rein da, rein da! Ach, das bist du, mein Freund. Ich hab, sorry, Friendly Fire, ey. Okay, da ist sie. Oh, da ist sie. Oh, guck mal, sie geht shoppen, ey. Oh, ich bin hier im Schaufenster und ich bin ihre Beute. Mich will sie haben. Sie geht... Oh, den will ich, sagt sie. Keine... Oh, no ammo! No ammo! Oh, da ist sie tot, endlich. Oh Gott, ey. Boah, 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 boah. An Widerwärtigkeit nicht zu überbieten. Oh, Mann, ey. Was ein... Und das ruckelt hier leider auch sehr unangenehm. Ihr seht es vielleicht oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So. Ja. Alter Schwede, ey. Meine Fresse. This is already for launch. Hier ist doch auch irgendwo ein hier Medkit. Da. Guck mal, das ist auch scheiße. Der soll hier über die Mauer springen. Er macht's einfach nicht. Das ist. Jetzt manchmal kommt da der Pfeil und manchmal nicht. Okay, ey, ich glaube. Kurz, 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 kurz durchatmen. What happened? The Reaper is still too close to the beam. We're down to 2 missiles. And we haven't even made a dent. You will need to allow the Reaper to move out of the beam's influence. And closer to us. Commander, Hammer is being overrun at every turn. Reaper ground forces are converging on your location. We're fighting our way to you. Hold on, Commander. Hold on. Goddess, more are coming. Hold on, everyone. We can do this. Ja, das. We're about to find out. Here they come. Wollen wir mal sehen, ob ich das. Shit, Mann. Ja. Okay, 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 okay. Erstmal einen Überblick verschaffen. Okay, das ist ein Brute. Wieso legst du mir so ein Schwein? Ey, Eddie, halt, ey, ich bin in dem miesesten Kampf der Weltgeschichte und du legst mir ein Schwein hin. Nimm das Schwein weg! Kann halt nicht. Alter, du bist. Oh, Mann, jetzt hat er mir so ein. Wer jetzt. Ey! Wer jetzt mal recke, ne? Das ist ja wohl das. Ey, er hat jetzt schon mal was Unkameradschaftliches als das gesehen. Jetzt hat er mir die Verkörperung seiner Seele an die Lehne gestellt. Oh Mann, fuck it. Hast du gerufen? Nein, bitte. Kannst du bitte. Du wolltest es doch eh nicht sehen. Du wolltest dich nicht spoilen lassen, weil du ja vielleicht in 100 Jahren nochmal Mass Effect 3 spielen willst, wenn du die, zu Hause die Xbox 18 hast. Dann willst du vielleicht nochmal Mass Effect 3 spielen. So, jetzt geh. Tschüss. Mitten in so einem Moment. Das nächste Mal, wenn er Dark Souls spielt und er kämpft gegen Heinrich den Eroberer mit dem Magic Shield plus 7 auf Enchantment, dann komme ich auch rein und mach den Monitor aus oder irgend so einen Scheiß. So, jetzt muss ich erstmal. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Seid ihr bereit? Es geht weiter. Shit, 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 shit. Okay, okay. Was habe ich? Welche Waffe habe ich? Die Sniper Rifle. Hier war doch eben so ein Brute oder so. Da ist doch ein Brute, ich sehe das doch. Seht ihr den? Mach einfach mal so, einfach um ihn zu ärgern. Da! In den Kopf. In den Kopf! In den Kopf! So, sie hat immer nur 3 Schüsse, meine Sniper Rifle. Und da ist schon wieder einer down, ey. In den Kopf. In den Kopf. Ja. Und du bist hinüber? Ja, das ist richtig. Boah, Alter, wie viele Brutes sind denn das? Das ist ja
So, du bist auch hoffentlich jetzt mal down. Können wir dann? Das ist ja... Hallo? Ganze Herde von denen, ey. Was ist da los? Hier, komm. Achso, die waren schon down. Okay, da, da hab ich jetzt gerade. What the fuck? Na, 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 Mann! Raus! Alter, wie ich da einfach nicht rauskomme. So, Brute, komm, du machst jetzt das und ich hau jetzt hier ab. Ey, leck mich, leck. Und ja, genau. Da ist einer. Da ist einer. Da ist diese dumme Mega-Fliege. Oh, shit, ey. Raus und jetzt bitte hier rüber, bitte hier rüber, bitte hier rüber. Danke. Shit, ey. Oh Gott, du mieses Vieh. Da bist du. Erstmal kurz Überblick verschaffen. Okay, da ist der Harvester. Das ist natürlich auch ein widerliches Vieh. Und der liegt da jetzt auf dem Boden, weil er einen Bodyslam daneben gemacht hat. Und jetzt kriegt er natürlich von mir. Kann die Waffe auch aufladen. So, er ist jetzt hinüber. Oh nein. Meine Freundin ist da leider. Also er ist auch down. Wo ist meine Freundin? Wo liegt die? Kann ich die so aufwecken? Ja. So, Liara. Oh Mann. Okay, irgendeine Mine. Hier, du machst das und ich sehe mal zu, dass ich land. Alter, wenn ich jetzt hier verrecke, ne? Oh, das ist doch schon wieder knapp gewesen, ohne Ende. Okay, Sniper Rifle und. Ah, bis da in die Nase schieße ich mit. Nochmal. So, sollte reichen, alles klar. Reload, reload, reload. Waffe wechseln. Reload, reload. Was haben wir hier? Vielleicht noch, da sind noch Granaten. Was ist das hier eigentlich? Hydra Missile Launcher. Alter Schwede. Was war das denn nochmal? Das ist irgendeine Superwaffe wahrscheinlich. Warte mal. Was kann ich denn damit nochmal machen? Oh nein, das ist schon so viel Banshees, ey. Oh Gott. Was war denn das nochmal? Da habe ich einen Schuss mit. Ist das vielleicht so ein Raketengelöt? Kann ich damit auf das Dings zielen? Wenn ich das wüsste irgendwie. Was passiert, wenn ich jetzt auf den ziele? Weiß ich ehrlich gesagt. Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Geil! Die ist weg! Voll verschwendet, die Waffe. Egal. Ich glaube, das war eine komplette Banshee, die ich damit gelegt habe. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht habe ich auch die Waffe einfach verschwendet. Egal, keine Zeit. Muss weiterkämpfen. So, da ist schon die nächste von den widerlichen Drecksviechern, ey. Das ist alles ein bisschen schwammig. Die Steuerung gefällt mir nicht. Runter! Okay. Runter, runter, runter. So, die ist hinüber. Okay, was ist jetzt hier los? Oh, Mann, 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 Mann. Oh, da ist die nächste Banshee. Ich hasse die so. Oh, die ist so eklig. So, Maruda ist da hinten. Wo ist jetzt die Banshee? Da. Okay, Banshee, hier, gib ihm mal das da. Und dann kriegst du von mir den hier. Die ist so scheiße, die alte. Entdeckung bitte, die Herren. Können wir dann. Keine Ammo! Keine Ammo! Keine Ammo! Okay, wo liegt Ammo? Da liegt Ammo, da kommt aber noch ein Doofkopf. Okay, dann machen wir mal. Du nimmst ihm mal hoffentlich irgendwie die Schilder weg. Du musst die Waffe wechseln. Scheiße, ich hab gar keine.
Okay, warte, was ist in Launch? Der Destroyer, das heißt, ich muss da hin. Oh nein, ey, hoffentlich komme ich da hin. Ich muss da jetzt hinlaufen. Und die sind überall Bösewichte. Ah, Mann, ey, erstmal die Alte wiederbeleben. Und jetzt lauf, lauf! Was ist das denn? Wieso läuft er da nicht hin? Ich raff's nicht. Er soll nur laufen. Stattdessen setzt er sich hin, während ihm der blöde Marauder... Lauf einfach. Ja, danke. Lauf. Oh, da muss ich hin. Shit. Oh, komm, 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 komm. Rüber, rüber! Ah! Ah! Alter, das ist... Ne. Alter, das ist gerade nicht passiert. Oh Gott! Oh! Wie ich das hasse! Oh mein Gott, ey, ich musste nur noch diesen dreckigen Knopf drücken. Oh, das ist ja so widerlich. Oh, boah! Oh Gott. Ey, man läuft dahin und weil alles derselbe Knopf ist, Sprinten ist derselbe Knopf, Rollen ist derselbe Knopf, Deckung nehmen ist derselbe Knopf und ach, so ein Zufall, diese bescheuerten Missiles zu drücken ist auch derselbe Knopf. Deswegen macht er 23 Mal eine Rolle gegen das Fahrzeug, anstatt einfach einmal den Knopf zu drücken. Jetzt muss ich ja alles nochmal machen, oder was? Oh, jetzt, das ist so ein Moment, da hat man gerade so Moral verloren. Jetzt werde ich hier sowieso 20 Mal verrecken. Weil man einfach gar nicht mehr, man hat gar nicht mehr die, es ist einfach nicht mehr dasselbe wie vorher. Man hat, ist jetzt konsterniert und hier in dein Herz schieße ich dich mit meiner Sniper Rifle. So, wo bist du? Du Viech, du. Hier, ne, lass mich in Ruhe. Mann, oh, es ist nervig, alter Schwede. Und da ist die nächste Banshee. Oh Gott, jetzt rutscht mir hier gerade das Herz in die Hose vor Wut und... Mann, ey, lass mich doch in Frieden. Oh Gott. Ja, reloade doch! Ich kann die Waffe auch aufladen. Beide Teamkameraden tot! Was ist das jetzt? Von der Seite noch irgendwas? Von hinten irgendwas? Nicht, dass mich hier einer das Kreuzfeuer nimmt. Was ist mit den beiden Herren? Ich hab doch gerade gedrückt. Ich hab doch gerade euch wiederbelebt. Was ist denn euer Problem? Runter, 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 runter. Ja, das ist so klar. Einmal verreckt, dann hat man einfach keinen Bock mehr. Warum ist das passiert? Oh, ich guck mal kurz in eure Comments. Einfach weil ich brauche nur 2 Sekunden Ruhe. Das ist doch echt so lächerlich. Mann, ey. Ja, das ist eine gute Idee. Wir machen Werbung. Oh, ey, ganz ehrlich, ich musste nur noch diesen blöden Schalter drücken. Und weil der... Oh, Mann, ey. Oh, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Bis gleich.